Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ja, News-Video fürs Let's Play. Ja, ich habe ja sehr lange Last Epoch gespielt, wunderbar und so, und so seit 5 Monaten oder so ein bisschen Abstürze ab und zu, und es wurde ein bisschen ausgeweitet. Es gibt immer mehr Abstürze, sogar Blue Screens, K-Tip Mode not enabled oder so. Es liegt wahrscheinlich an der Engine, an der Unity Engine, die hat jetzt momentan auch ein bisschen Probleme mit irgendwelchen Richtlinien und so Sachen. Und jo, ich würde gerne spielen, wenn das Spiel nicht immer abstürzen würde, durch vor allem auch die Aufnahmeprogramme. Genau. Ich weiß es auch nicht, ich kenne jetzt nicht so viele Aufnahmeprogramme, die gut gehen. Manche machen echt Probleme oder kosten einfach noch extra viel. Und deshalb, jo, ich mache einfach mal Pause von Last Epoch. Ich warte ja sowieso auch auf eine Zeit, was wirklich auch gefixter ist und alles. Es gibt ein paar Probleme. Es macht wirklich viel Spaß, das Spiel. Es ist umfangreich und so, aber ja, ich kann nicht aufnehmen. Wenn ich nicht aufnehmen kann, habe ich auch keine Lust zu spielen, oder? Also ich möchte es mit euch teilen. Aber es gibt ja andere Projekte, gute, Secret 2 und zum Beispiel Minecraft bauen, auch wenn komplett etwas anders. Dann kommen noch ein paar, ja, Transportsimulationen, also 2 und City Skylines 2 gibt es noch. Ja, und andere Retro Hack'n'Slays, und da werdet ihr euch wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr zu Hause fühlen. Genau, mit Livestreams zwischendurch auf Wunsch. Alles ja, sollte eigentlich hoffentlich reichen. Und wenn ihr eben irgendwelche Hilfe oder so habt, dann dürft ihr das gerne kurz ja, in die Kommentare schreiben oder länger mit mir auch diskutieren und so weiter. Ja, ich freue mich drauf, dass es natürlich wieder geht. Aber jetzt momentan liegt es einfach irgendwie seit dem März-Update doch ein bisschen im Argen, dass es halt abstürzt und ja, einfach nicht gut ja, spielbar ist so. Aber ich kann leider nicht so viel machen, wenn ich nicht eine Lösung finde. Ich habe es wirklich intensiv versucht zu fixen. Aber es geht irgendwie nicht. Ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass OBS und jetzt gerade auch Twitch Studio, damit es nicht so schnell abstürzt oder Bluescreen gibt, hat irgendwie Probleme gemacht, oder? Da muss aber der Entwickler von beiden Seiten irgendwas machen. Also von OBS und von ja, Twitch Studio und so Sachen, oder? Ja, kann man halt einfach nichts machen. Wenn etwas crasht, spielt man halt einfach etwas anderes. Gut, ja, ich hoffe, es geht für euch und ja, eben. Ihr dürft gerne alte nochmal schauen oder neue Videos. Und ja, ich kann gerne das spielen, was wirklich auch funktioniert und euch Spaß macht. Einfach in die Kommentare schreiben, wenn wir wieder in den Livestreams vielleicht auch ein bisschen aktiver sein und ein bisschen reden. Aber sonst muss ich ja euch nichts irgendwie vorschreiben. Es ist komplett freiwillig, was und wie ihr schaut und warum. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ihr seid ja die Könige. Und ich bin der kleine Sklave. Nee. Ja, super. Und sobald es wieder geht, mache ich natürlich gerne wieder weiter. Sehr gerne. Also, dann, jo, freue mich halt auf andere Sachen. Aber immerhin, es geht jetzt mal dann wirklich gut. Dankeschön für die vielen Aufrufe, Kommentare und so. Ist nicht so häufig gewesen auf meinem Kanal. Ich freue mich natürlich gerne auf ein bisschen Wachstum. Je mehr Leute die Kommentare schreiben, so desto besser geht es mir natürlich auch. Gut, bevor es crasht, beende ich mal und noch den Waypoint. Und dann machen wir einfach weiter, wenn es wieder funktioniert. Tschüss zusammen.